Herr Wegner, wir sind hier in Staaken. Was verbinden Sie denn mit diesem Teil Spandaus? Oh, mit Staaken verbinde ich ganz viel Persönliches. Bin hier quasi aufgewachsen. Meine Oma hat hier gewohnt, mein Hund hat bei meiner Oma gewohnt. Und ja, hier im Einkaufscenter, hier war der Sportshop Staaken früher. Ich habe früher beim SC Staaken Fußball gespielt, da habe ich mal meine Fußballsachen gekauft. Staaken ist ein toller Bezirk mit viel Wohnqualität, mit viel Lebensqualität. Ja, und hier ist das Sommerbad Staaken. Heute sicherlich nicht das beste Schwimmwetter, aber den einen oder anderen Tag in diesem Jahr wären, glaube ich, sehr viele Familien, sehr viele Kinder, auch ältere Menschen, sehr gerne hier schwimmen gegangen und hätten das Sommerbad genossen. Es ist wirklich grotesk, eigentlich ein politischer Skandal, soweit will ich gehen, dass so ein Sommerbad nicht geöffnet wird. Jetzt stehen wir hier vor geschlossener Tür. Sie haben gerade gesagt, dass die Politik eigentlich in der Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass die Bäderbetriebe wieder mehr Personal haben. Ja, absolut. Hier müssen Saisonkräfte eingestellt werden. Hier müssen Menschen gefunden werden, die dieses Angebot für die Spannerinnen und Spanner aufmachen. Klar. Jetzt ist es so, die Bäderbetriebe sind ein landeseigener Betrieb. Das heißt, das ist nicht nur Aufgabe der Bäderbetriebe, die werden damit argumentieren, dass sie mehr Geld brauchen. Jetzt waren Sie bis letztes Jahr CDU-Generalsekretär, das heißt, Sie waren auch mit an der Macht in Berlin, bevor Ihre Koalition aufgelöst wurde. Das heißt, das war so ein bisschen Eigentor, oder? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja schon diese Bäder auch offen gehalten und wir haben immer wieder auch dafür geworben, dass wir, wenn das Geld nicht da ist, wo ich noch drei Fragezeichen setze, ehrlich gesagt, aber wenn das Geld nicht da ist, dass wir andere Betreibermöglichkeiten finden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir letztes Jahr hier noch schwimmen konnten. Das ist dieses Jahr erneut. Wir hatten diesen Kampf und diese Diskussion im letzten Jahr bereits auch. Und so, jetzt haben wir ihn wieder. Deswegen ist das auch nichts, was jetzt vom Himmel gefallen ist, sondern das war die Debatte auch im letzten Jahr. Und irgendwann muss doch mal eine Lösung auch nachhaltig gefunden werden. Ja, genau. Wir haben mit den Menschen hier Unterschriften gesammelt, wo viele unterschrieben haben, die übrigens auch gar nicht CDU wählen oder nicht CDU unbedingt Sympathisanten waren, sondern die dieses Angebot haben wollen. Hier ist der Bezirk muss agieren. Ich erwarte auch hier vom Bezirksbürgermeister klare Antworten. Wir haben kürzlich erst bei uns im Kreisvorstand der CDU, aber auch in der Bezirksverordnetenversammlung, in der Fraktion Initiativen beraten, dass der Bezirk hier beim Senat vorstellig wird und mit dem Senat auch in Verhandlung tritt. Und ich werde nach unserem Gespräch heute auch die Bäderbetriebe nochmal anschreiben mit der klaren Aufforderung und Bitte, dieses Angebot endlich für die Menschen zu öffnen.